Ja, Mauro, Glückwunsch zum Sieg. Es war ein Kampfsieg, ein Sieg der Mentalität. Würdest du das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben heute bewiesen, dass wir über den Kampf auf jeden Fall einiges erreichen können. In den letzten zwei Spielen haben wir das ein bisschen vermissen lassen. Ich denke, heute haben wir auch nicht eines unserer besten Spiele gezeigt, aber die Kampfbereitschaft war da. Und das ist, glaube ich, letzten Endes das, was zählt. Du hast hinten geholfen, eine gute Partie gemacht, unserer Meinung nach in der Defensive, vorne das vorentscheidende Tor geschossen. War auch ein schönes Zuspiel. Ja, mit Sicherheit. Da muss ich mich beim Patrick auf jeden Fall bedanken, dass er mich da im Zentrum gesehen hat. Er kriegt den Ball, legt ihn zurück von der Grundlinie und ich brauche ihn eigentlich da nur noch reinschieben. Ja. Einige der Konkurrenz haben unentschieden gespielt. Ihr seid jetzt also sozusagen wieder einigermaßen dran. Vergoldet das nochmal zusätzlich oder schaut ihr momentan noch nicht auf die Tabelle? Ich denke, wir schauen auf jeden Fall von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele verloren. Das ist sehr schade, weil wir eigentlich eine recht gute Vorrunde gespielt haben. Haben jetzt diese 9 Punkte, sage ich mal, verschenkt. Aber wie man sieht, wir haben uns jetzt die Woche wirklich auf dieses Spiel konzentriert, weil wir wollten sagen, dass wir einfach jetzt wieder neu angreifen möchten. Und das, denke ich, haben wir heute bewiesen. Und wir schauen da erstmal jetzt nicht auf die Tabelle. Wir haben jetzt noch ein Spiel. Das zählt jetzt auch nur noch, diese 3 Punkte hier mitzunehmen. Und dann, glaube ich, im Winter kann man sich dann mal die Tabelle anschauen. Du hattest es angesprochen, 3 Spiele in Folge verloren. Wenn man ein kurzes Resümee auch vor dem allerletzten Spiel des Jahres ziehen, insgesamt könnt ihr zufrieden sein, auch aufgrund dessen, dass ihr im Pokal-Halbfinale zusätzlich steht. Auf jeden Fall. Ich denke, letztes Jahr hatten wir in der Vorrunde, glaube ich, 38 Punkte. Jetzt sind wir eigentlich auch knapp dran. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Vor allem auch mit dem kleinen Kader, was wir haben, gegenüber anderen Mannschaften, muss man halt auch ganz klar sehen. Ich denke, der Trainer und Trainerstab macht eine gute Arbeit. Und man sieht letzten Endes dann die positiven Ergebnisse auf dem Spielfeld. Ja.